Die Bundesregierung will ihre Mittel für den weltweiten Schutz der Wälder auf 2 Milliarden Euro verdoppeln und von Klimakatastrophen betroffene Länder stärker unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte bei der Weltklimakonferenz in Ägypten am Montag an, 170 Millionen Euro für einen neuen Schutzschirm für Klimarisiken zur Verfügung zu stellen. Das Entwicklungsministerium teilte mit, dass die Gelder für den Schutz der Regenwälder in Zentralafrika oder Südamerika um 1 Milliarde Euro bis 2025 aufgestockt werden. Beides wird aus den jährlichen Mitteln für den Kampf gegen den Klimawandel finanziert, die bis 2025 von 5,3 auf 6 Milliarden Euro steigen sollen. Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow hatte Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt 1 Milliarde Euro für den globalen Waldschutz im Zeitraum von 2021 bis 2025 zugesagt.